als mich die Gilla, das ist die, die das hier veranstaltet, anrief, hat gesagt, Mario, hast du Bock in Düsseldorf zu spielen? In Düsseldorf, im Utah, Sommertheater. Ich sag, Düsseldorf, Utah, na klar. Aber wie komme ich am besten nach Düsseldorf? Ja, ich bin jetzt Berliner und da sagt die, fahr doch mit der Bahn. Fahr doch mit der Bahn. Ihr in Berlin habt einen Bahnhof, Düsseldorf hat auch einen Bahnhof, ja? Steigst du ein, fährst du hin, steigst du aus, bist du da. Schon mal jemand mit der Bahn gefahren? Schon? Ja? Das ist so einfach, ist das nicht. Das ist mir teilweise ist mir dazu gefährlich. Weil die haben ja nicht nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde Verspätung. Bei uns in Berlin wird teilweise gemunkelt, dass Selbstmörder, die sich auf die Schienen gelegt haben, beim Warten auf den Zug eines natürlichen Todes gestorben sind. Ja. Ja. Die sind verhungert. Die sind verhungert. Das musst du dem sagen, Deutsche Bahn. Ach so, Mensch, dann geh ich wieder. Ja, der ist, der liegt da, der, wenn der stirbt, maximal an Depression. Ja, weil selbst auf der Gleise wird er nicht für voll genommen. Wenn er 2 Wochen liegst, da kommt keiner, ist ja auch doof. Ja? Nein, das ist, und meistens, wenn du mit der Bahn fährst, musst du meistens weiter mit dem Bus. Ich war neulich bei einer Veranstaltung in München. Ich kenne mich überhaupt nicht aus in München, überhaupt nicht. Hatte nur vom Veranstalter so einen Zettel. Ferdinandstraße 76, Bus 4. Ich also rein in diesen Bus. Busfahrer sagt ja jede Station an. Kann ja nichts schief gehen. Wenn ihr jetzt so einen Busfahrer habt, wie ich ihn hatte, habt ihr verloren. Da kommen so Ansagen wie, Lisa, das ist wirklich schon mal auf der Straße. Ich sag, was? Was? Ferdinand, bleib mal lieber drinnen. Da kannst du froh sein, wenn du an einem Platz oder an einer Allee aussteigen musst und das die einzige auf der ganzen Route ist. Ist das schon mal Allee? Ah, alles klar, hier musst du raus. Das ist,